Moin Flavio hier, ich bin gerade in Berlin angekommen. Heute ist die Isle of Personal Training Party und Jule hat mich eingeladen. Deswegen freue ich mich, wieder in der Hauptstadt zu sein und nehme dich mit auf einen ganz besonderen Abend. Flavio Simonetti. Ja, wo bin ich hier gelandet? Bei Niki! Ja, willkommen bei Niki allein zu Hause. Nein, alles ja, fit? Ja, wir gehen jetzt gleich auf die Party. Hast ja. du schon ein bisschen gepumpt für den Bizeps? Nein, der warm ist? Ich habe seit 3 Tagen nicht gepumpt. Ich bin ein wenig erkältet. Ach so. Aber wir gehen morgen pumpen. Wir gehen morgen mit den ganzen Team Rocker pumpen. Scheiße, was, Flavio? Was, ich auch, oder was? Ja, du. Nee. Ja, ich habe morgen einen Termin. Um 11 Uhr? Noch nicht, nee. Scheiße, was? Schon wenn noch da ist, hier Chris ist noch am Start, ne? Haben wir noch gar nicht vorgestellt. Ist Karl ist am Start. Ja. Seid ihr bereit? Seid ihr ready für die Party? Ich bin ready für die Party! Schaut schön aus hier. Ja, eben. Schön eigentlich. Da merkt man schon, dass eine Frau am Start ist, ne? Ehrlich gesagt hat Nico die Küche eingeschaltet. Nee, aber hier mit den ganzen Bildern und so. Und mit dem, wer hat das gemacht hier? Wer hat eine Frau, oder? Deine Nico. Freundin. Echt, der Nico? Krass! Das ist mega so. Geil! Also, Nico, sorry, wenn ich dich jetzt hier eine falsche. Oh, krass, nein, was krass, hast du denn hier? Dafür hat er echt ein Auge drin. Krass, also du hast hier, dafür, dass du ja, du hast ja mehr Subs als alles andere. Mehr Subs als Essen, ne? Das gehört dir nicht, das tust du mal weg. Das gehört, also, da steht nicht Rocker Nutrition drauf. Das riecht aber geil. Nee, das ist PB2. Erdnussbutter nur. Als Pulver. Ja, genau, als Pulver und die ganzen Öle sind halt nicht dabei, somit hast du keine Fette, sondern 85% weniger Fett. Hunger. Möchtest du was essen? Ich kriege jetzt dann langsam Hunger, ja. Was möchtest du denn essen? Also da gibt's nichts. Möchtest du vielleicht einen Rocker Shake, Yum Yum Way, Cinnamon Sugar würde ich dir empfehlen? Link in der Beschreibung. Das ist mein Video. Nee, Quatsch. Also da gibt's nichts zu essen, dass wir die Fragen nicht beantwortet. Ja, ich glaube doch, Sweet Kitchen ist glaube ich am Start. Also, ja, oh ja, doch. Ich kann ja nicht den Laden leer essen, ne? Das habe ich letztes Jahr aber gemacht. Echt? Ja, ich hatte so Hunger. Was, der kam alle Leute gemeint, der ist so ein unverschämter Kerl, der isst uns alles weg. Ich hatte letztes Jahr so Hunger. Und die hatten Keks, die hast du in den Schokobrunnen getunkt. Und ich habe mir dann einfach so einen Keksstapel genommen und der war die ganze Zeit. Hast du den Schokobrunnen mitgenommen? Ich habe die ganze Zeit neben den Schokobrunnen gestanden und habe die ganze Zeit gefressen ohne Ende. Kann dir auf jeden Fall einen Riegel anbieten, aber ich weiß. Riegel ist immer gut. Riegel nehme ich. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob das so vom Vorteil ist vor der Party. Warum? Boah, die haben schon gut Ballaststoffe. Ja gut, die ballern quasi durch. Das? Warum, wie viel haben die? 20 Gramm. 18 Gramm? 20 Gramm oder so, ja. Alter, der besteht ja nur aus Ballaststoffen, oder was? Ja, das ist ja... Ist der, wenn Leute Schwierigkeiten haben bei der Low-Carb-Ernährung, nee, oder was? Sonst hättest du diese Konsistenz von dem Ding nicht hinbekommen. Mit den guten Werten. Aber schmeckt schon sehr gut. Also, Niki macht mir hier gerade ein richtig geiles Frühstück zum Abendessen, weil ich habe zu wenig gegessen. Ich kam mit zu wenig Vorbereitung her. Ballaststoffe aus dem Müsli mit drin. Oh, die Ballaststoffe. Die Jungs spekulieren schon, dass ich nachher richtig auf Toilette bin, weil diese Regel so viel Ballaststoffe hatte. Also, wenn jemand nachher auf der Party Flavio sieht, ich würde auf der Toilette sein. Habt ihr schon mal Flohsamen zu viel gegessen? Oh ja. Leute, habt ihr schon mal Flohsamen zu viel gegessen? Ja. Ich hab da drüber gelacht. Weißt du, was geil war? Und plötzlich... Boom! Ich habe für unsere Webseite mal, ne, habe ich mal so am Tag so 3-4 Rezepte gemacht. Die hatten alle Flohsamen beinhaltet, weil ich Oatcakes gemacht habe, gell? Okay. Weil das durch die Flohsamen ja so geil aufgeht. Alter. Und die Leute haben dann ja im Schwert. Das ist kein Spaß, ne? Du bist dann ungefähr 15 Mal, ja? Und ist ja einfach gar nicht mehr auf. Und denkst dir so, wie viel Magen, Darminhalt habe ich überhaupt, Alter? Ist da jetzt auch so Pulver drin? So, willst du mal so ein bisschen was von diesem Rocker-Zeug reintun? Hab ich eben getan. Ja. Oh, boy. Bin ich gespannt. Das wird so schlagen, das Ende geben. Nein. Er merkt ja auch nicht mal was von dem Riegel, Alter. Ich halte die ganze Zeit zurück. Der wird auch gerade verdaut. Alter, hast du mir das ganz schön was reingehauen, Alter. Oh. Meinst du, es halt gut mit mir, ne? Für meine Gäste nur das Beste. Ich kann mal sagen, ja, komm du mir jetzt nicht mit deinen Gästen nur das Beste. Mein Freund, ich hab deine scheiß Couch hier reingetragen. Mit dir abgeholt extra. Ja, was ich nicht und alles für dich gemacht habe. Und da krieg ich hier ein Monster, was er heute billig für 99 Cent bei mir gekauft hat. Du Red Bull haben, gell? Ja, das kriegst du nicht. Du brauchst das gar nicht, ja, genau. Rühr da lieber mal um für dich. Nicht mal eine Avocado hat er mir angeboten. Wir haben uns gerade die Schlange angeschaut und die ist so enorm lang. Also ich würde es gerne zeigen, aber es war so dunkel, dass meine Kamera das nicht aufnimmt. Aber ohne Scheiß, das war bestimmt... Ich habe es aufgenommen. Also ich hätte gesagt 200 Meter, 200 Meter Schlange.
Und die Leute warten, das ist ja echt verrückt. Ne? Vor allem die Leute kommen teilweise aus Bundesländern, beispielsweise Baden-Württemberg oder Bayern. Oder also Bayern. Wirklich weit weg. Wirklich sehr weit weg. Und das ist doch Blödsinn. Doch, ohne Scheiß. Ja, nein, ich meine, wo ist der Wechsel vielleicht? Schaut mal, wen ich gefunden habe. Mein Bruder. Ich fahre hier gerade in einem BMW i3 mit dem Drive Now und ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht und mich hat noch niemand groß eingewiesen, aber es ist ja das Allergeilste, was es gibt. Also ich kenne ja nur Elektroautos von der Theorie und bin auch schon mal Tesla als Beifahrer mitgefahren, aber hat mir noch niemand erzählt, dass ein BMW i3, der von außen richtig hässlich ist, so eine unglaubliche Beschleunigung hat. Es ist so cool. Also es ist richtig cool. Ich kann es jedem mal empfehlen, der mal irgendwo eine Probefahrt machen kann bei so einem Elektroauto, vor allem beim i3. Also ich habe keine Ahnung, was ein i8 hergibt, wenn der i3 schon so mega geil ist. Ich fahre jetzt gerade zu Johannes Lukas und wollte ihm auch nochmal Hallo sagen. Ich bin jetzt schon wieder am nächsten Tag, habe mit einigen Leuten getroffen und bin gerade mega happy, dass das mit dem Drive Now so einfach funktioniert und dass dieser BMW i3 einfach so saftig abgeht. Gerade eben habe ich noch gefeiert, wie geil Drive Now ist mit dem i3 und jetzt halt laufe ich hier schon irgendwo durch Berlin. Das Problem ist, ich komme jetzt zu Johannes und die sind natürlich dann in einem Gebiet, wo Drive Now nicht zählt. Das heißt, ich muss jetzt den Rest laufen, etwas mehr als 1 Kilometer. Schade. Also ich fand die Idee mega cool, aber das nervt mich jetzt natürlich, dass ich hier jetzt trotzdem diesen langen Weg noch, das heißt den langen Weg, aber nachts noch irgendwo durch die Gegend laufen muss, weil das nicht in dem Gebiet ist, wo Drive Now normalerweise ihre Autos abstellt. Deswegen musste ich irgendwo im Nevada mein Auto abstellen. Danke. Ja, eigentlich habe ich es geschafft. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jo, Görki, alles fit? Ja, voll, alles Görki gut. Görki hat sich schon entschuldigt, weil die Bude stinkt. Ja, nach Eiern. Guck mal, wie aufgepumpt nach Eiern. Guck mal an, wie aufgeblasen die Titten Alter. Sind. Alter. Zu krass aus, oder? Aber das ist ein enger Pulli, ne? Das ist immer so. Ja, aber so. Eigentlich ist der nicht eng. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Noch ist gerade so ein Tuchding. Ich trau mich gar nicht rein. Das ist der Trick, macht euch an der Tür so ein Tuchding und der erste eine. Schlimm, ne? Boah, stinkt das. Boah, das stinkt hier echt gut, ey. Warum hatten die Eier hast du nicht mehr weggeschmissen? Warum nicht? Ich tue dir direkt Mülleimer, so weißt du, Mülltrennung gibt es dafür mir nicht. Stinkt es hier. Vielleicht gewinnen wir uns irgendwann dran. Boah, besser wird's hier nicht. Nee, gerade hier ist ja der Mülleimer. Oh yeah, hier gibt's Subs. Subby Sub. Ganz schlimm. Hast du so viel, kriegst du von denen, ja? Ja, das Problem ist, man braucht ja nicht immer gleich alles auf, ne? Kann man da auch mal welche probieren dann? Klar, du musst alles probieren. Oh yeah! Hier, guck mal hier, da könnt ihr euch vielleicht bedienen. Oh, ein bisschen geil. Kind, aber die sind richtig. Danke, ja. Aber Johannes ist ja raus, hat er gemeint. Er wollte naja, keine. So ich krieg's sein. Aussehen, so wie die ich krieg's sein, oder? Ich hab ihn gefragt, 400 bis 500 Kilokalorien. Nee, dann esse ich doch keinen. Auf so einem kleinen Ding, ne? Das ist, wie eine ganze Mahlzeit hast du. Scheiße. Wir sind gerade im Livestream, ja. Diese Chaoten. Lustig. An. Ein Telefon, noch ein Telefon und noch ein Telefon. Auf 3 Channels. Einmal Facebook, nochmal Facebook und ich bin der Einzige, der auf YouTube ist. Du hast YouTube, gell? Richtig ja. Gut. Habe ich noch nie gemacht hier. Zumindest nicht über das Handy. Coole so, Sache. Und es gibt gleich was Leckeres zu essen. Die 500 Kalorien Muffins von Görki. Lasst und euch Mannes, nicht verarschen. Leute, eins und Ding, 500 Kalorien. Ja. Hat schon fast alle aufgegessen. Ich esse das ganze Zeug, ich habe den Teller in der Hand und dann tut das so, als hätte ich gegessen, ey. Zwei rein, lass dir schmecken. Wir haben hier, glaube ich, noch. Kalorien. Oh, das ist schon alle weg. Ach, Alter. Oh nein. Oh, wer ist denn hier? Na, schläft da schon einer? Ja. Hallo, wie geht's denn? Ganz kleine Augen. Komm rein jetzt. Hallo, ja. Schläfst du denn? Es ist halt 19:30, es ist halb 7. Wie lange denn jetzt? 12:30. Es ist um 10, dass ich mir ins Bett gehe. So. Ich zähl doch mal hoch, was ist das? Komm, zeig mal die kleinen Äuglein. Ach, wie süß. Die hast sind du, jetzt noch kleiner, als sie sowieso schon. Hast du Bock auf Training morgen? Ja, ich wollte dich schon fragen. Sehr cool, wir gehen morgen Vormittag mit Görki und mit Johannes Lukas. Was? Ist doch voll das lange Haar hängt hier. Das ist immer ein schöner Empfang, oder? Hier oben ohne werde ich hier gerade von Niki bedient. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? Hier ist so kalt, dass du da jetzt oben ohne sogar. Also du bist. Es ist nicht kalt. Ich frier, du frierst. Willst du noch mal so ein Posting-Update für mich machen?
Ja, ich bin flach und bin. Ja, also du bist ja trotzdem jetzt oben ohne. Jetzt haben mich Leute schon mal gesehen. Krass. Noch eine? Krass. Okay, komm, ich esse das Brötchen. Kann ich dir mal kurz die Haare lang? Ja, klar. Sowas habe ich ja gar nicht. Kann ich die kurz mal rein lang? Nein. Das hast du als Beilage für mich? Ja, was möchtest du haben? Ich habe Schinken, ich habe Käse, ich habe, ich kann dir ein Ei machen, ich kann dir einen Rocker-Riegel machen. Riegel also, auf dem Brot? Nee. Alter, Digga, das ist so geil. Ja, aber die sind mir jetzt ein bisschen zu trocken. Und ich kann dir die Sweet Cream geben. Ja, komm. Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. In Nikis Beschreibung. Ich kann dir sogar ein Monster anbieten. Was ist ein Monster? Zu trinken? Yes. Nee. Da. Nee, den kannst du drin lassen. Light. Kannst, oh, light. Oder den kann man vielleicht sogar schinken. Super. Niggi. Ich hab sie selber. Was machst du jetzt gerade? Gehe jetzt auf meine neue Webseite. Also die neue Webseite? Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Wartungsarbeiten. So, jetzt umgehen wir das Ganze mal. Das ist ein ganz schlauer Trick. Home. Ach, das ist ja schlau. Geil. Nice. Hey. Geil. Da ist er, der Hübsche. Mobility Dreiviertel. Kompetenzen. Ja, schönes Aber Weite. Das ist nice, guck. Du kannst ja dann gleich wieder mich kontaktieren, über E-Mail oder über... Scroll mal runter. Cool. Wow, da hast du mal einen gehabt. Louis ist so Beste. Vor allem, ich sag ihm genauso. 999 Euro. Ja, das ist natürlich ein sehr spezieller Preis, muss ich sagen. Was kostet oben? Wie bist du auf den Preis gekommen, Niki? Ja, also durch über 350 Online-Konten Kunden und sehr hohe Nachfrage, konstant sehr hohe Nachfrage, habe ich mich dann doch dazu entschieden, dass ich das Trainings- und Ernährungsplanpaket dann doch auf 999 Euro ja, super. Und 99 Cent setze. Super. Ja, das ist dann ein Rabattpreis, ne? Okay. Weil eigentlich kostet es 1.999,99 Euro. Ach so. Also Leute, ich würde sagen, ich passe meine Preise jetzt mal an. Das war das letzte Mal, dass ich so günstig bin. Jedes ich mache jetzt einfach in Null dran. Jedes Mal, wenn er in Berlin ist, bekommt er gesagt, dass er die Preise ersetzen soll. Einmal von Julian, jetzt von mir. 999 Euro für einen Trainings- und Ernährungsplan. Ja. Das ist natürlich ein günstiger Preis. Ich mache eine Null dran. Dann würde ich sagen, jetzt ist mein Preis auch geeicht. 9.999 Euro. 90 Euro. 90, sorry. Ihr spart 9 Euro. E-Mail-Support. Alle 24 Stunden. Ja, Niki hat mir hier gerade einen Booster gegeben und da ist Beta-Alanin drin und mir juckt das Ohr und die Stirn und alles. Sehr, sehr komisch. Wir haben nicht mal eine ganze Portion rein, wir haben nur eine halbe rein. So. Weil wenn ich eine ganze Portion nehme, dann ist das zu lange, dieses ganze Kribbeln. Das mache ich nicht. Ja. Das ist heute mein Trainingsplan. Langhantel, Flachbank drücken, Überzüge, Fliegen auf der Schrägbank, Hammercurls und Langhantel-Curls sitzen mit Konzentrations-Curls. Also eine Mischung zwischen Bizeps und Brust. So schaut das Ganze dann aus. Hier kann man die Sätze sehen, was ich momentan an Gewichten mache. Bin da gerade auf Diät und mache das hier schön kontrolliert. Und hier kann man meistens dann noch sehen, wie die Übung auszuführen ist mit der Beschreibung. Also, ich habe jetzt mit 75 Kilo 10 Wiederholungen gemacht, 2 mehr als letzte Woche. Ah, das ist doch auch ganz schön. Ach, das ist ja geil. Ich sehe dich da oben. Ha! Ja, das habe ich noch nie gehabt. Ja. Alter, der richtig saftige Arme, der Kerl, der da oben ist. Geil. Boah, du kannst die Ausführung viel besser machen. Ich zeig das mal da oben, wie geil ist es. Ich sehe mich hier, wenn ich eine Ausführung mache. Perfekt. Total geil. So was bräuchte ich im Studio. Muss ich was machen. Here we go.
Das war's in der Sportschule Reichenbach. Jetzt müssen wir schauen, wie wir zu dir kommen, ne? Schaut mal, wie riesig Berlin ist, ja. Wir sind jetzt anscheinend hier an diesem Punkt. Berlin ist so groß. Und was ich mal mitbekommen habe, ja, ist, dass Berlin anscheinend, ihr könnt mich gerne korrigieren, 800 Quadratmeter Grundfläche hat. Das heißt, größer als, wenn es richtig ist, meine damaligen Infos, Paris oder New York sogar, wenn ich mich nicht täusche. New York ist schon richtig heftig. Ja. Wir sind durch komplett Berlin, um in dieses Yucca-Café Buffet reinzugehen. Ich hoffe mal, dass das gut ist, sonst muss ich den Kameramann verprügeln. Ja, wir sind durch komplett Berlin, als wenn es hier keine Läden gibt. Okay, go. Jetzt. Go, go, go. Bis 16.30 Uhr haben wir noch. Wow. Hallo. Guten Tag. Wir haben jetzt Besuch bekommen. Ja, genau. Görki ist am Start. Görki, how are you? I'm fine, and you? Görki ist momentan so ein Hobby, wie sagt man? Vegetarier, meinst du? Hobby-Vegetarier mit Fleisch auf dem Teller. So sieht's aus. Ja, wie geht's dir? Träumchen, also wie immer. Man sieht mir doch an, dass es mir gut geht, oder? Ja, durchaus. Der Görki ist ja gerade dabei, seine Videos aufzuwerten. Mhm. Und macht jetzt hier Timelapse, das sind so Zeitraffer. Und dann steht der Görki. Der hat mir gestern erzählt, war er am Alexanderplatz gestanden, 20 Minuten mit der Kamera. Hier ist sein Equipment. Ja. Dann steht er 20 Minuten mit der Kamera da und wartet, bis er genug Material hat. Und dann. Leute fragen, was ist da los? Und dann dauert es 20 Sekunden oder 10 Sekunden, so ein Videoausschnitt. 10 Sekunden hast du da. Also kann man echt schon Lebenszeit verbrennen, ne? Ja, schon, aber sieht echt auch geil aus. Also wenn du wirklich einen geilen Himmel erwischst mit einem Sonnenuntergang, ja, dann lohnt sich das. Ah, ja. Also Görki. Schön war's. Ja, Flavio, hat mich gefreut. Weltfrieden. Weltfrieden. Boom. Komm gut nach Hause. Bis bald. Yo, Bro. Servus. Auf Wiedersehen.